Das alte Persische Reich übernahm aufgrund seiner einstigen Ausdehnung das gesamte kulturelle Wissen verschiedener Kulturen, einschließlich der sumerischen und ägyptischen. Zu diesen Einflüssen gehörte der Kult des Gottes Ahura Mazda. Viele verwendete Instrumente und Symbole weisen auf Ahura Mazda hin. Bereits in Sumer und Ägypten hatte dieser eine große transzendente Bedeutung. Es wird vermutet, dass diese großen Reiche mehr als 10.000 Jahre alt sind. Eine Hypothese, die nicht weit hergeholt scheint, da es einige Beweise dafür gibt, dass es in der Tat drastische klimatische Veränderungen gegeben haben musste, welche die Dürren der heutigen Region des Nahen Ostens auslösten. Es gibt Hinweise darauf, dass das Gebiet des Nahen Ostens vor Tausenden von Jahren eine üppige Vegetation hatte und es keinen Wassermangel gab. Es muss eine abrupte Veränderung des globalen Klimas gegeben haben, dieses Paradies in die Wüste, die wir heute kennen, zu verwandeln. Dies bedeutet, dass sich die großen Reiche des Ostens an die neuen Veränderungen hatten anpassen müssen. Als Erben des Wissens der sumerischen und altägyptischen Kultur wird den Persern eine Reihe von fortschrittlichen Technologien zugeschrieben, die dazu beigetragen haben, ihr Reich zu einem der wohlhabendsten und bedeutendsten der Geschichte zu machen. Einige geniale Erfindungen, die den Persern zugeschrieben werden, dienen dazu, mit den rauen klimatischen Bedingungen fertig zu werden. Dies ist der Fall der Quanate, einem Beispiel für die Verwendung einer hochentwickelten Technik durch die Perser. Von außen sehen wir nur eine gewundene Reihe von Hügeln, die sich in der Weite der Wüste verlieren. Aber im Inneren finden wir ein riesiges Netz von Tunneln und Schächten. Jeder Hügel ist der Eingang zu einem vertikalen Schacht, der sich in die Tiefe erstreckt. Und alle sind durch ein unterirdisches Aquädukt miteinander verbunden, das noch heute Wasser führt. Diese unterirdischen Tunnel transportieren Wasser aus Grundwasseradern und Regen aus Tälern und wurden um 1000 vor Christus von den Persern erbaut. Dank ihnen werden die Felder und Städte versorgt und ihre Brunnen garantieren die Versorgung mit sauberem und gefiltertem Wasser für Mensch und Tier. Die Quanate erstrecken sich über enorme Entfernungen durch die Wüste. Sie können bis zu 70 Kilometer weit reichen. Sie bringen das Wasser aus den Bergen oder Gebirgen in die Täler und das alles kostenlos. Dieser erstaunliche technische Komplex war eine der wichtigsten Errungenschaften der damaligen Zeit, die dem Persischen Reich zum Erfolg verhalf. Tatsächlich verbreitete sich diese Kanalisierungstechnologie einige Zeit später in verschiedenen Regionen der Welt. So unglaublich es auch erscheinen mag, dieses antike Kanalsystem ist noch heute in Betrieb und stellt einen wesentlichen Teil der Wasserversorgung der iranischen Städte dar. Der Quanat ist zweifellos ein gutes Beispiel für die Wunder der alten Völker. Eine weitere persische Innovation, die das Leben so viel komfortabler machte, waren die unglaublich effizienten kegelförmigen Konstruktionen, die als Yachtschals bekannt sind, was so viel wie Eisgrube bedeutet. Und genau dieser Name drückt aus, wofür diese verwendet werden. Es handelt sich um Lagerhäuser, in denen die Temperatur viel niedriger ist als draußen, sodass Eis gefroren gehalten werden kann. Und obwohl es unglaublich erscheinen mag, sind diese offiziell mindestens 2400 Jahre alt. Im Inneren befindet sich ein unterirdischer Raum mit sehr dicken Wänden. Zu jeder Jahreszeit ist die Lagerung von Lebensmitteln bei niedriger Temperatur über einen langen Zeitraum möglich und hält sie frisch. Diese Konstruktion sorgt für Kühlung durch Verdunstung. Das System ist einem kleinen Wasserkrug sehr ähnlich. Der Kontrast mit der Hitze von außen verursacht Verdunstung, welche die Wände abkühlt und so auch das Innere kühl hält. In einigen Wüstenklimazonen, besonders in den Höhenlagen, wo die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt fallen, wird das Wasser von einem Quanat in einen Yachtschal geleitet, wo es sogar gefriert, wenn die Temperatur niedrig genug ist. Auch wenn es schwer zu glauben ist, sind Yachtschals Kühlschränke ohne Strom und sie sind sogar effizienter als diejenigen, die wir in unseren modernen Häusern haben.
Und als ob das nicht genug wäre, verfügen einige Yachtschalls über Windtürme, die durch die Zirkulation der Luft für noch mehr Kühlung sorgen. Außerdem wird den Persern die Erfindung der ersten Windmühle um 500 vor Christus zugeschrieben. Dies ist die erste geschichtliche Erwähnung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie diese von einer früheren Zivilisation geerbt haben. Es kann nicht geleugnet werden, dass die Perser wussten, wie man die Eigenschaften des Windes nutzt, indem sie ein ausgeklügeltes Belüftungssystem schufen. Sie erbauten Windtürme und nutzten den Wind, der durch die Öffnung strömte, um die Luft im Inneren zirkulieren zu lassen. Der warme Wind dringt in den Turm ein und senkt sich beim Abkühlen in die unteren Bereiche des Raums herab, während gleichzeitig die warme Luft aufsteigt, wodurch immer eine Zirkulation mit Frischluft aufrechterhalten wird. Heute findet man dieses ausgeklügelte Klimatisierungssystem immer noch in Häusern, welches jederzeit für eine angenehme Temperatur sorgt. Die alten Perser waren jedoch nicht nur für ihre genialen Konstruktionen bekannt, sondern auch für ihre hervorragenden Leistungen in anderen Bereichen wie Astronomie, Medizin, Chemie und Physik. Eine überraschende Entdeckung in der irakischen Stadt Bagdad im Jahr 1936 veränderte die Art und Weise, wie wir über antike Technologien denken. Bei Ausgrabungen auf einem Hügel in Kuyut Rabwa im heutigen irakischen Bagdad entdeckten Eisenbahnarbeiter ein altes Grab, das mit einer Steinplatte abgedeckt war. In den folgenden Monaten hat die irakische Altertumsbehörde insgesamt 613 Perlen, Tonfiguren, gemeißelte Ziegel und andere Gegenstände geborgen. Sie schienen kein Geheimnis zu enthalten, doch fanden sie einige sehr seltsame Tongefäße, die wie Vasen geformt und von hellgelber Farbe waren. Das Überraschendste war jedoch der Inhalt, ein Kupferzylinder, der mit Pech am Hals des Gefäßes befestigt war, und darin eine Eisenstange. Im Jahr 1938 identifizierte der deutsche Archäologe Wilhelm König, Leiter des Labors des Staatlichen Museums in Bagdad, das Objekt als mögliche elektrische Batterie. Die erste Analyse dieses Objekts bestand darin, ein Elektrolyt in das Innere des Objekts einzuführen und eine Lampe darin anzuschließen, die nur sehr schwach leuchtete. In dem Bericht hieß es, dieses Objekt verhalte sich genau wie eine moderne elektrische Batterie und wenn man mehrere solcher Batterien in Reihe schalten würde, würde sich die Spannung erheblich erhöhen. Dies wäre also eines der ältesten bekannten Systeme zur Stromerzeugung, was jedoch eine weitere große Frage aufwirft. Wie wurde der von den Vasen erzeugte Strom genutzt? Nach Königs Theorie konnten die Batterien dazu gedient haben, den für die Gold- und Silbergalvanisierung benötigten Strom zu liefern, obwohl bisher keine antiken, galvanisierten Gegenstände gefunden wurden. Trotz der Forschungsergebnisse wurden die Bagdad-Batterien offiziell als bloße Behälter zur Aufbewahrung von Schriftrollen betrachtet, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Am 11. April 2003, während der US-Invasion im Irak, wurde das Nationalmuseum in Bagdad gestürmt und geplündert. Und in nur 3 Tagen waren die wichtigsten Stücke verschwunden, darunter zufällig auch die Bagdad-Batterien. Wieder einmal sehen wir, wie sehr wertvolle Gegenstände aus unserer Vergangenheit verschwinden, die ohne Zweifel unsere Sicht auf die Geschichte sehr verändert hätten.